Und damit herzlich willkommen zu den allerbesten Geschenkideen dieses Jahr. Ich weiß noch nicht, ob Sie schon alles haben, beziehungsweise noch in der Planung sind. Oder vielleicht fehlen Ihnen da auch noch so die ein oder andere Idee. Wir hätten da welche für Sie, nämlich die Bestseller. Das Beste nur für Ihre Liebsten und vor allen Dingen das Ganze auch noch bezahlbar. Stimmt's, Andreas? Jawohl, bezahlbar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, liebe Zuschauer. Speziell für Sie in dieser Sendung tolle, tolle Geschenke. Und das alles natürlich hier nochmal zu reduzierten Preisen. Und wir starten in diese Sendung hier mit einer Soundbar. Die habe ich hier drüben für Sie aufgebaut. Ich husche mal schnell rüber, dann gucken wir sie uns gemeinsam an. Es ist, liebe Zuschauer, eine Soundbar, größentechnisch Kompaktklasse. Aber was die Leistungsfähigkeit angeht, da haben wir schon hier ein richtiges Kaliber. Eine Soundbar kann man schon fast sagen, der Superlative. Denn was die hier kann, allein die technische Ausstattung und eben dann auch die Verbesserung des Fernsehklangs, des Fernsehtons hier, das ist der Wahnsinn. Sie sehen sie jetzt gerade hier eingeblendet. Kompakt kann man sagen. Sieht aber wirklich sehr, sehr, sehr hübsch aus, sehr hochwertig gestaltet. Die Form länglich, Sie sehen es. Und hier oben, ne, da haben wir so eine ganz, ganz hochwertige Klavierlackoberfläche. Fernbedienung gibt es mit dazu. Und ich würde sagen, bevor wir mal reinhören, gehen wir mal so die technischen Spezifikationen durch. Wir haben hier 100 Watt Musikspitzenleistung. Oh, wow. Das ist der Wahnsinn. Was für den Preis? Für den Preis hier, ne, das ist der Megaknaller. Oh. Und Anne, eines ist ja auch klar, es ist ja so, so ein Fernsehlautsprecher, liebe Zuschauer, wenn Sie Ihren Fernseher, der jetzt bei Ihnen vor Ihnen zu Hause steht, mal angucken, ne, der hat ja ganz kleine Boxen auf der Rückseite des Gerätes. Die leisten oftmals gerade mal zwischen 8 und 10 bis 15 Watt. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Lautsprecher vor sich stehen, so ein Bluetooth, so eine Bluetooth-Soundbar hier oder Stereo-Soundbar mit 100 Watt Musikspitzenleistung. Das macht Spaß. Endlich hier Filmvergnügen, allererste Sahne. Dann Talkshows, Nachrichtensendung, endlich hier in der richtigen Lautstärke, natürlich auch akustisch so zu Ihnen transportiert durch diesen tollen Stereoklang, damit man wirklich auch jedes Wort versteht. Und speziell auch nochmal bei Musiksendungen, endlich Spaß im Wohnzimmer, endlich Freude, endlich hört man den ganzen Klang. Eine ganz wichtige Sache ist natürlich auch, wie schließen Sie die Soundbar an Ihr Fernsehgerät an? Und da können wir Sie erstmal von allen Sorgen befreien. Sie bekommen die Soundbar hier an jedes Fernsehgerät angeschlossen, weil wir haben hier klassisch die analogen Steckverbindungen. Man sieht es gerade hier hinten, beispielsweise mit 3,5 Klinke. Und wir haben aber auch hier, ich habe es mal in einem Satz vorher schon kurz genannt, die Möglichkeit hier per Bluetooth auf die Soundbar zu gehen. Das geht mit einem Fernsehgerät, der über Bluetooth verfügt, aber natürlich dann auch mit einem Smartphone. Und Smartphone, das ist ja immer eine was für die junge Generation. Mhm. Ne? Und wenn man jetzt hier einem jungen Menschen, liebe Zuschauer, sowas hier schenkt, ne, dann hat er natürlich hier das komplette Programm. Erstens, richtig toller Ton fürs Fernsehgerät, aber eben auch wunderbar koppelbar mit dem Smartphone. Also für jede Situation hier genau das Richtige. Ja, vor allen Dingen das für 56,95 €. Ja. Jetzt laufen ja auch die ganzen tollen Weihnachtsfilme, ja? Und die ganzen Märchen. Und das natürlich mit einem fantastischen Klang. Da fühlt man sich mitten wie im Märchenwald, mittendrin statt nur dabei. Oder einfach mal wieder schön Filmmusik genießen, ja. Weihnachtsmusik genießen. Jetzt kommen ja wieder die Klassiker, die wir alle so lieben. Und das macht jetzt auch Sinn mit so einer Soundbar. Weil, wie gesagt, der Ton, beziehungsweise das Bild von einem Fernseher ist das eine, aber der Klang ist genauso wichtig. Und jetzt hatten wir viel Theorie abgearbeitet. Jetzt will ich aber auch mal hören, ob das denn der Klang wirklich so brillant ist, wie du uns ganz sagst. Ganz genau, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Und Sie sehen, liebe Zuschauer, ich habe hier die Bluetooth-Verbindung aktiviert. Sieht man an der blauen LED. Idee hier. Smartphone ist auch bereit, beide sind gekoppelt und jetzt drücke ich hier mal auf Play und großer Vorteil hier, ich kann jetzt lauter machen am Smartphone und jetzt hören wir mal rein hier. Wahnsinn, oder? Gänsehaut pur. Stellen Sie sich das jetzt mal zu Hause vor.
das wirklich in den eigenen vier Wänden. Ich meine, wir sind hier in riesen Hallen, aber wenn man das natürlich noch mal in seinem Wohnzimmer erlebt, ist der Klang ja noch mal besser. Und ich fand, das klang schon wirklich gigantisch toll. Und das jetzt für 56,95 €. Mein Freund hat sich vor 2 Jahren eine Soundbar zu Weihnachten gewünscht. Und dann wollte ich ihn auch gerne diesen Gefallen tun, aber ganz ehrlich, bei 600 € denke ich mir, nee, da hört der Spaß auf, oder? 600 € und der Klang, der war auch nicht anders als der. Der war genauso gut wie der hier, nur wie gesagt, jetzt nicht für 600 €, sondern für 56,95 €. Das ist ja der Wahnsinn. Und vor allem, die ist so schlank, so hübsch, die schmiegt sich auch perfekt ins Wohnzimmer an, dem Fernseher an. Und das gehört einfach zusammen, Bild und Ton. Und das jetzt eben für so einen perfekten Preis. Der gilt allerdings nur jetzt und die nächsten 2 Stunden, stimmt's? Jawohl, liebe Zuschauer, schnell sein, hier zugreifen. Wir haben gerade hier bei unserer kompakten Soundbar mit 100 Watt Musikspitzenleistung extrem große Nachfrage, weil hier stimmt natürlich beides. Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut genial. Und wenn Sie schon lange mit so einer Soundbar spekuliert haben, schenken Sie sich jetzt einfach selber. Denken Sie dran, jetzt kommen die schönen Filme, jetzt kommen die schönen Veranstaltungen, Silvester beispielsweise auch. Oh, dann kann man Dinner das richtig genießen. Genau, ne? Einfach, liebe Zuschauer, machen Sie keine Abstriche hier mal beim Ton. Beim Bild wollen wir wirklich immer das Beste haben, und mit einer Soundbar kriegen wir endlich auch den Ton gelöst. Jetzt hier für 56,95 €, die ZX1752 und die 569, liebe Zuschauer, denken Sie auch noch mal dran, wenn Sie noch kein Geschenk haben, für den Sohnemann, für den Enkel, das ist genau das Richtige. Oh ja, oh, da hast du recht, Andreas. Also da werden Sie wirklich die tollsten Großeltern überhaupt sein, weil heutzutage hat ja jeder erstmal einen Flachbildfernseher, ne? Und dann natürlich hier auch die Lieblingsmusik heutzutage, die Jugend streamt ja alles von ihrem Handy, und dann noch passend dazu die Soundbar. Das ist ja der Renner für 56,95 €. Das ist natürlich gigantisch. Was auch gigantisch ist, wir kommen zu einer zweiten Soundbar, aber das ist jetzt so eine, da bleiben wirklich keine Wünsche mehr offen. Das lässt so jedes Männerherz, ja, und natürlich auch Frauenherz höher schlagen. Ja, von der Kompaktklasse kommen wir jetzt hier zur Premiumklasse, liebe Zuschauer. Eine Soundbar, wirklich absolute Spitzenklasse. Und Anne, du hast gerade was gesagt vor ein paar Sekunden. Bei 600 € für eine Soundbar steige ich aus. Ja. Liebe Zuschauer, wir kommen hier zu einer Soundbar der 500-Euro-Klasse. 500-Euro-Klasse. Und ich möchte gleich zu Anfang mal zusammen mit Ihnen auf den TV-Sonderpreis gucken. Schauen wir uns das mal an. 500-Euro-Klasse, jetzt reduziert hier TV-Sonderpreis. 284,95 €. Extrem genial. Extrem genial, was den Klang angeht. Liebe Zuschauer, schauen Sie sich die Optik an. Das ist mal ein Lautsprecher. Das ist mal eine Box. Aber ich möchte Ihnen gleich mal zeigen, das ist ja nicht hier nur ein Lautsprecher, sondern achten Sie mal drauf. Ich nehme mal schnell die Fernbedienung hier aus dem Weg. Wir haben hier drunter, schauen Sie mal, unter dieser Abdeckung hier 15 Lautsprecher positioniert. Wow. Das ist der Wahnsinn. Jetzt stelle ich die Fernbedienung Hammer hier mal wieder dran. 15 Lautsprecher, davon 2 Subwoofer hier, diese großen integriert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, hier kommt genau der richtige Klang raus, und das wirklich für jede Situation. Das ist im Grunde jetzt echtes Heimkino-Feeling. Wenn Sie sich an Ihren letzten Kinobesuch erinnern, auch wenn der schon länger her war, liebe Zuschauer, Sie wissen doch, wie das ist. Da sitzen Sie im Kino drin, und rechts und links geht wirklich hier das Klangbild an Ihnen vorbei. Sie schauen auf die große Leinwand und erleben den Film im Zentrum. Sie sind dabei, und genau das macht unsere 6-Kanal-Soundbar. Die hat nämlich wirklich hier eine ganz ausgeklügelte Klangtechnik, damit Sie quasi im Zentrum im Wohnzimmer sitzen und der Klang rechts und links im Raum verteilt wird. 250 Watt Musikspitzenleistung. So sieht das bei Ihnen zu Hause aus. Vorne im Zentrum sieht man die Soundbar. Sie sitzen in der Mitte, und jetzt wird auch durch die Wand nochmal, durch die Wände, wird der Klang reflektiert. Und selbst von hinten erleben Sie dann audiotechnisch das Geschehen. Also das ist wirklich absolute Spitzenklasse. Nochmal, falls es gerade untergegangen ist, 250 Watt Musikspitzenklasse. Das ist total irre. Also 250 Watt Spitzenleistung, das ist das, was die Profis auch haben. Also wenn Sie sich ein bisschen damit auskennen, wissen Sie, das ist das Nonplusultra, ja, für den Preis. Es gibt nichts Besseres, weil der Klang ist wirklich gigantisch, die Optik ist gigantisch, und natürlich, wie der Klang sich letztendlich anhört, ich würde sagen, da hören wir doch mal rein, oder? Da hören wir mal rein. Ich habe natürlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und jetzt, liebe Zuschauer, gehen wir nicht über Bluetooth oder über eine Kabelverbindung, sondern hier vorne, Sie haben es vielleicht schon entdeckt, habe ich jetzt einen USB-Stick eingesteckt. Und über den beziehen wir jetzt hier MP3-Musik. Jetzt drücke ich mir auf Play. So, ein bisschen lauter.
Jetzt. Wir müssen nur lauter machen, genau. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Das ist mein Sound. Und liebe Zuschauer, sehen Sie, wie sich hier die Boxen bewegen, die Subwoofer. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also das sind Momente. Und ich glaube, Anne, wir haben ja jetzt gar kein Fernsehbild vor uns. Ne? Man muss wirklich sagen, das ist so eine schöne Hi-Fi-Anlage auch. Ne? Es ist der Hammer. Also auch wirklich nur jetzt, um Musik zu hören, das ist natürlich nochmal, also High-End. Ne? Der Klang ist irre. Und wir hatten jetzt wirklich eigentlich ein ziemlich zartes und besinnliches Lied. Aber dennoch, der Bass, der ist richtig rausgekommen, richtig, ne? Richtig hervorgestochen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur die Party-Musik, wo man immer denkt, die Boxen, die bewegen sich da auch bei den zarten, sanften Klängen. Und das macht eigentlich auch eine Soundbar aus, eine gute Anlage. Ja, die lauten Klänge, die mit den basslastigen Tönen, das kann ja jeder. Aber die zarten Klänge, das kann eben nicht jede Soundbar. Und unsere kann das schon. Und bezahlbar ist sie auch noch mit 284 Euro, versandkostenfrei und noch lieferbar. Du erinnerst dich, Andreas, die war ja auch mal ausverkauft. Ja, ne? Ganz genau. Und das nicht ohne Grund, liebe Zuschauer. Sie sehen sie jetzt hier noch mal in aller Schönheit. Die sieht klasse aus. Also da haben sie wirklich auch optisch ein absolutes Highlight zu Hause stehen. Und der Korpus, das ist noch ganz wichtig, um noch mal auf die Töne zu kommen, die du angesprochen hast, Anne. Diese Klänge, diese sensationelle Audiotechnik, die wir hier haben, die kommt zustande, weil wir eben diesen Holzkorpus haben. Ne? MDF hier, mitteldichte Faserplatte, also wirklich alles hier ausgeklügelt, damit wirklich hier das Klangvergnügen ultimativ ist mit dieser 6-Kanal-Soundbar. Und natürlich auch hier, liebe Zuschauer, jede Möglichkeit, an ein Fernsehgerät angeschlossen zu werden und auch hier die Möglichkeit, per Bluetooth drauf zuzugreifen. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, Achtung, wir sind hier auf den allerletzten Stückzahlen. Sie haben es gerade noch mal eingeblendet gesehen. Wenn das eingeblendet wird, dann sind wir wirklich kurz vorm Ausverkauf. Also wer hier noch mal sich die perfekte Musikanlage sichern will, der muss jetzt sofort in die Leitung gehen. Und auch bitte sofort in die Leitung gehen bei unserem nächsten Produkt. Das war auch ausverkauft, ist jetzt Gott sei Dank wiedergekommen. Noch mal passend vor Weihnachten. Und das ist auch mein Gerät, denn jeder kennt sie, die alten Schätze, wo man Angst hat, ja, dass die irgendwann mal so aussehen. Ist ja noch gar nicht so lange her, haben sie bestimmt auch noch zu Hause, oder? Kassetten? Na klar, nicht nur eine. Hier hat man noch ganze Schrankwände voll. Also ich bin damit groß geworden und ich will die jetzt natürlich retten. Das ist zum Glück nicht meine Kassette, aber das könnte meine Kassette sein, denn die sind nicht für die Ewigkeit gemacht, ne Andreas? Ganz genau, das ist, und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um die zu retten, um die zu digitalisieren, liebe Zuschauer. Weil damals, als Videokassetten hier VHS-Kassetten aktuell war, da hat man gesagt, die halten etwa 25, 20, vielleicht, wenn es gut läuft, 30 Jahre. Das heißt, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen. Wer jetzt länger wartet, die sind irgendwann verloren, die Inhalte, die da drauf sind. Und wir reden hier jetzt nicht von irgendwelchen Spielfilmen, von Hollywood-Filmen. Die gibt es heute online sogar runterzuladen. Wir reden ja hier von der Familiengeschichte, also ihrer eigenen persönlichen Geschichte, Erlebnisse ihrer Vergangenheit, vielleicht die der Eltern, die der Großeltern, eine Hochzeit, ein Geburtstag, eine Taufe. Es sind so viele Veranstaltungen, liebe Zuschauer, die es eben damals auf VHS geschafft haben. Und wir erinnern uns doch alle dran, zu der Zeit ist wirklich jeder in den 80er Jahren gerade, ne, mit einer Videokamera rumgerannt. Alles hat man gefilmt, ne, das ganze Leben festgehalten. Und dafür, liebe Zuschauer, um diese Kassetten hier zu retten, haben wir hier unseren Videorekorder, ganz neue Generation hier mit analogen Anschlüssen. Das heißt hier, der ist wirklich für so einen Videorekorder hier gemacht, also speziell dafür gemacht. Und wie funktioniert das Ganze? Wir koppeln einfach diesen Videorekorder mit dem alten VHS-Videorekorder. Das funktioniert hier über diese analogen Cinch-Anschlüsse. Das heißt, ich gehe hier einmal der Farbe nach auf den Videorekorder,
So, verbinde eben beides hier, VHS-Videorekorder und unser Gerät hier. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben hier schon mal eine Kassette eingelegt, haben wir vor der Sendung gemacht. Jetzt drücke ich mal am Videorekorder Play. Und jetzt werden Sie gleich sehen, jetzt läuft dann gleich hier die VHS-Kassette ab. Und wir sehen dann hier auf dem Display, was denn hier für ein Video eingelegt ist. Und wie funktioniert es dann weiter? Ganz einfach, liebe Zuschauer, jetzt haben Sie die Wahl. Möchte ich den Inhalt der VHS-Kassette auf einer Speicherkarte sichern oder auf einem USB-Stick? Da haben wir hier an der Seite die Möglichkeit, hier Speicherkarte einzulegen oder eben hier dann mit dem USB-Stick direkt ans Gerät zu gehen. Und das mache ich dann einfach so, indem ich den hier oben einstecke und dann wird der sofort vom Gerät erkannt. So, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, was hier mit unserem Video... Aha, so. Mit unserem Videorekorder los. Der Videorekorder, muss man sagen, der ist halt auch schon in die Jahre gekommen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, nicht, das kenne ich aber auch noch von früher. Das war ganz oft, wenn man die Kassette reingelegt hat, dass es nicht sofort geklappt hat. Also das war schon, ja gut, ist halt eine kleine Zicke gewesen. Ne? Und ich darf meine alten Kassetten ja auch nicht mehr angucken. Ich habe da ja striktes Verbot von meinem Papa bekommen. Wir haben ganz viele solche Kassetten. Meine Schwester und ich, wie wir groß geworden sind, gespielt haben, gelacht haben, geweint haben, gestritten haben. Ich darf die aber nicht mehr anschauen, weil die Qualität eben enorm darunter leidet. Nur das Problem ist, selbst vom Nicht-Anschauen wären die Kassetten ja auch nicht besser. Das heißt, jetzt gibt es nur eine Lösung und das heißt digitalisieren, schweres Wort. Und wie wir das machen, das zeigt uns ja Andreas gerade und das ist echt super einfach. So, jetzt haben wir unsere alte Mühle hier, den VHS-Videorekorder, zum Laufen bekommen. Der braucht manchmal ein bisschen Streicheleinheiten. Und jetzt sehen wir auch gerade den Inhalt hier dieser Videokassette, die eingelegt ist, der läuft hier direkt ab. Das heißt, ich habe auch sofort die Kontrolle, was ist auf der Videokassette wirklich drauf. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf einem USB-Stick abspeichern möchten, dann drücke ich hier mal auf den Aufnahmeknopf. Und dann, liebe Zuschauer, wird auch sofort die Aufnahme gestartet und wir speichern eben den Inhalt dann hier direkt auf dem USB-Stick. Und hier oben sehen wir den Zeitstempel ablaufen. Ja. Ne? Hier sieht man dann auch, jawohl, Aufnahme ist gestartet, erkennbar auch an dem roten Punkt. Das heißt, ich sichere jetzt direkt den Inhalt einer VHS-Kassette auf einem USB-Stick. Ja, aber das vor allen Dingen für 94,95 €. Das ist doch klar, dass der so lange ausverkauft war. Der ist jetzt zwar noch verfügbar, aber wir wissen auch nicht mehr, wie lange. Und wenn jetzt die Lieferung ausverkauft ist, dann bekommen wir unseren Digitalisierer definitiv nicht mehr vor Weihnachten, denn erst Januar 2020 wieder. Ganz ehrlich, was sind denn 94 € gegen Ihre private Geschichte? Wie du gesagt hast, es ist nicht ein Blockbuster, den man sich vielleicht auch mal irgendwo dann in der Videothek ausleihen kann. Wie gesagt, wenn sowas kaputt ist, Entschuldigung, das kommt nie wieder, das ist kaputt für immer. Ja, und das sind wertvolle Schätze. Das könnte ja auch so ein neues Hobby werden, ne? Ganz genau. Dass man sagt, Mensch, ich habe auch noch 100.000 solche Kassetten, ich digitalisiere die jetzt nach und nach. Das ist ein ganz, ganz tolles Hobby auch, wie ich finde. Ne? Richtig. Und wenn wir hier quasi dann stoppen, die Aufnahme, ich drücke mal am Videorekorder Stopp, dann sehen wir, geht das Bild hier auch gleich wieder weg. Und jetzt gehe ich mal unten auf die Modus-Taste. Das heißt, ich kann hierher gehen und kann sagen, ich muss natürlich hier die Aufnahme stoppen, völlig klar, logisch. Ne? Machen wir einfach hier mal den Aufnahmestopp und jetzt gehe ich über die Modus-Taste und kann mir direkt angucken, was wir gerade hier digitalisiert haben. Das heißt, ich drücke hier auf Play und dann läuft es auch hier auf dem kleinen neuen analogen Videorekorder hier ab. Unseren Bestseller bekommen Sie mit der Bestellnummer NX6154 unter 569. Wie einfach das geht, haben wir gesehen. Einfach nur die Kabel Farbe auf Farbe verbinden. Wie Sie den Videorekorder bedienen, das weiß man ja eh noch. Das kennt man ja noch von früher. Und mehr ist das ja nicht. Also das kriegt jeder hin, versprochen. Aber Sie müssen jetzt, wie gesagt, schnell sein. Weil, wenn der weg ist, dann kommt er erst im Jahr 2020 wieder. Wir haben noch einen weiteren Digitalisierer für Sie. Der sieht allerdings ein bisschen anders aus. Ist aber auch ein Retter. Also grundsätzlich kann man sagen, handelt es sich hier optisch schon mal um ein ähnliches Gerät. Ne? Wir haben auch wieder hier ein Display, hier drüben haben wir das Menü. Aber wir haben einen großen Unterschied, liebe Zuschauer, hier oben. Und zwar kommt es auf diese Anschlüsse hier an. Das sind zwei HDMI-Anschlüsse. Das heißt, wir haben hier unseren HDMI-Videorekorder. Der kann natürlich genau das Gleiche wie der mit den analogen Anschlüssen. Also wir können hier Videokassetten retten, digitalisieren, abspeichern auf USB oder eben auch hier auf einer Speicherkarte. Auch da bin ich völlig frei. Vorteil hier ist allerdings, wir sind kabellos unterwegs. Das heißt, ich habe hier jetzt einen Akku drin und wenn ich hier drüben einschalte, auf dem Einschaltknopf, dann sehen wir, wir werden jetzt auch gleich begrüßt. Was bringt mir das, wenn ich hier mit einem Akku unterwegs bin? Ich bin natürlich deutlich freier, ne, was hier auch die Arbeitsumgebung angeht.
Ich kann den natürlich auch mal mitnehmen und kann mir beispielsweise hier MP3s direkt hier auf diesem kleinen Bildschirm angucken. MP3s, die ich hier auf so einem USB-Stick habe. Mhm. Dann haben wir hier aber noch eine wunderbare Erweiterung. Und das ist eben hier die Funktion Game Capture. Das heißt, junge Leute kennen das Wort, wenn ich mit einer Spielekonsole irgendein tolles Spiel spiele und ich hätte die Idee, ich möchte eine Sequenz aufnehmen, ich möchte meinen Freunden vielleicht auch im Internet zeigen, guck mal, was ich denn da gerade gemacht habe. Dann kann man das eben genau mit dem Gerät hier machen. Also Aufzeichnung von Sequenzen von Spielekonsolen. Ah, das kennen also, ihre Enkelkinder bestimmt. Also, das ist voll der Trend momentan. Also da habe ich gar keine Zweifel, das kennen die. Genau. Und dafür haben wir eben auch dann diese HDMI-Anschlüsse hier, beziehungsweise wir können hier natürlich auch direkt per HDMI-Anschluss dann aufs Fernsehgerät. Wir können hier natürlich auch, und das ist auch eine Funktion, an ein Kabel- oder Satellitenreceiver und beispielsweise das Fernsehprogramm mitschneiden. Und das ist eben dann auch nochmal eine Sache, wo man sagt, ach Mensch, und dafür gibt es heute so kleine, kompakte Geräte. Und wir haben hier natürlich einen Videorekorder, liebe Zuschauer. Und für einen Videorekorder braucht man, so sind wir es gewohnt, eine Fernbedienung, die ist natürlich hier auch mit im Lieferumfang enthalten. Und wenn wir mal gemeinsam auf den Preis schauen, muss man sagen, für diesen Funktionsumfang hier, also HDMI, volldigitale Anschlüsse, dann Game Capture, ich kann Videosequenzen von Spielekonsolen aufzeichnen und ich kann das Fernsehprogramm mitschneiden. 189,95 €, das ist wirklich hier ein Spitzenpreis. Kommt übrigens auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und auch hier heißt es schnell sein. Die Bestellnummer ist die NX4445 und die 569. Und es ist natürlich wirklich ein Retter. Jetzt in allerletzter Sekunde, der Retter in Not. Weil wie gesagt, die 80er Jahre, da fing das ja an mit den Kassetten. Und du hast gesagt, 25, maximal 30 Jahre. Ja. Das heißt, jetzt wird es höchste Eisenbahn. Ne? Also wer die jetzt nicht digitalisiert, der muss eben damit rechnen, dass sie irgendwann nicht mehr anschaubar sind. Und dann kann man nicht mehr sagen, ach, hätte ich das nur gewusst. Weil jetzt wissen sie es ja, jetzt geht das ja so einfach und das bequem von zu Hause aus. Das ist ja eben das Schöne. Und hier sehen wir es natürlich auch nochmal, wie einfach das geht. Das kriegt jeder hin. Stimmt's, Andreas? Absolut. Das ist ja im Grunde nur ein Tastendruck. Gerade die Aufnahmefunktion von einer VHS-Videokassette, also das Digitalisieren auf USB oder Speicherkarte, das ist ein einziger Knopfdruck hier. Sie drücken hier auf Aufnahme und dann startet die und dann ist der Inhalt digitalisiert und gerettet. Und großer Vorteil ist natürlich, wenn man sowas macht, man kann kleine Videos zusammenschneiden, man kann die jetzt natürlich auch dann, wenn die Familie zusammenkommt, in der Weihnachtszeit vorführen und braucht dann eben keinen VHS-Videorekorder und braucht das alte Band nicht mehr abspielen, sondern macht es ganz bequem per USB oder Speicherkarte. Ganz bequem bestellen Sie jetzt auch telefonisch unter der NX4445 und der 569. Dieser Preis, bedenken Sie bitte, der hier eingeblendet ist, der gilt nur 2 Stunden. Danach bekommen Sie ihn wieder zum ganz regulären Katalogpreis. Jetzt haben wir schon mal die guten VHS-Kassetten gerettet, na ja. Gott sei Dank. Allerdings fällt mir der ein, Mensch, Fotos, negative Dias, haben wir ja auch bestimmt alle noch. Also ich habe solche Fotoalben auch noch. Das ist jetzt übrigens Ralfs privater Schatz, den müssen wir ganz ehrfürchtig anfassen. Da fällt mir allerdings auf, da fehlen ja schon ein paar Bilder. Und jetzt ist das ja nicht wie heute mit dem Smartphone, dass man da mal eben sagt, du schick mir das mal schnell per WhatsApp, das Foto, das fehlt mir noch. Das Foto ist weg, für immer. Ne? Wir wissen nicht, wo das ist. Ja. Und bevor die anderen Fotos auch verschwinden oder Dias, Negative, müssen wir die auch digitalisieren. Wie machen wir das? Ganz genau, das machen wir mit unserem 3-in-1 Foto, Dia und Negativ digitalisieren, liebe Zuschauer. Dafür haben wir hier ein ganz spezielles Gerät, ist auch für Sie hier vorbereitet. Und das ist im Grunde hier diese schwarze Lichtbox. Und mit der können wir tatsächlich Fotos, so wie wir sie entweder hier im Fotoalbum haben oder wie ich es auch hier in der Hand halte, ne? Diese Fotos hier jetzt abspeichern, direkt auf einer Speicherkarte. Also auch wieder digitalisieren oder besser gesagt retten, in die Gegenwart holen und in die Zukunft. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Hier haben wir unseren Digitalisierer. Wir haben hier vorne ein Display und auch hier kann ich Sie gleich komplett beruhigen. Die Bedienung funktioniert genauso einfach wie bei so einem Videorekorder. Wir legen hier unten, wenn wir so ein Bild retten wollen, beispielsweise ein Bild ein. Ich zeige Ihnen das mal schnell. Ich habe das auch vorbereitet. Hier unten liegt das Foto drin. Ne? Ein Farbfoto hier 16:9. Mhm. So in dieser Grundplatte.
So, das heißt, die gibt es ja gratis mit dazu. Die ist mit beim Gerät dabei. Und dann haben wir hier die Ausleuchtung. Sie sehen es in diesem Fotokasten hier, ist eine professionelle LED-Belichtung. Und zwar beidseitig hier. Das heißt also, auch wenn man hier digitalisiert und abfotografiert, wirft keinen Schatten. Das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wenn man so ein Gerät benutzt. Jetzt bringen wir das Ganze hier zusammen, setzen unseren Digitalisierer auf die Grundplatte. Und hier oben auf dem Display erkennen wir jetzt gleich diese Fotografie. Jetzt haben wir hier drüben so ein kleines Menü, da können wir nochmal die Farbwahl wählen, wir können nochmal das Format aussuchen, liebe Zuschauer. Das ist ganz einfach hier per Knopfdruck, da drücke ich drauf und dann kann ich mal gucken, Mensch, gefällt mir das so oder so besser. Und wenn Sie sagen, jetzt habe ich meine Position gefunden, dann machen Sie Folgendes, da ist hier oben die OK-Taste. Und beim Druck auf diese Taste wird digitalisiert. Ich mache das jetzt mal. Jetzt erscheint hier die Sanduhr. Und jetzt sehen wir, der Speichervorgang ist abgeschlossen. Und dieses Foto wurde jetzt hier auf der Rückseite auf einer Speicherkarte abgelegt. So einfach funktioniert Digitalisieren von Fotos. Einfach und so schnell, ne? Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das sind immer irgendwelches Hexenwerk, um sowas zu digitalisieren. Aber das ist ja wirklich nur ein Klick. Und für immer ist mein Foto gerettet. Wie toll ist das denn? Ja, und das Ganze funktioniert nicht nur mit Fotografien oder auch mit Fotos, die man jetzt unten in diese Grundplatte einlegt, sondern, liebe Zuschauer, Sie können das Gerät direkt aufs Fotoalbum setzen. Sie brauchen die Bilder nicht mal rausnehmen. Sie können direkt auf dem Fotoalbum mit dem Gerät digitalisieren. Das ist wirklich genial. Das heißt einfach, Sie müssen diese Bilder gar nicht mehr anfassen. Die Ecken von den Fotos bleiben alle dran. Die Fingerabdrücke werden weniger. Und man gibt diese Bilder dann eben auch nicht mehr weg, weil man sie ja alles digitalisiert hat. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Ich hatte ja früher auch ganz viele Fotoalben und ich habe die dann immer so schön verziert. Jedes Mal mit einer anderen Farbe, eine Umrandung, dann beschriftet, wann das war, welches Jahr, mit wem und habe da immer noch so schöne Sprechblasen hingemacht. Und stellen Sie sich vor, das müssten Sie jetzt alles hier wieder rausreißen. Ja, und dann ist es ja auch nicht sicher, ob man das Foto wiederbekommt. Früher hat man ja da so Fotokollagen gemacht, Sie bestimmt auch. Da hat man die Köpfe ausgeschnitten, hat dann irgendwelche Glückwünsche da, Glückwunschkarten. Und das Foto war weg, ne? Das Foto und war dann zerstört, wenn ich jetzt was basteln will, müsste ich das Die Lösung ist besser, ne? Die Lösung ist viel besser. Du digitalisierst es und dann kannst du ja einfach draufstellen. Einfach draufstellen. Können wir das mal machen? Natürlich können wir das machen. Guck mal an. Zack, einfach hier drauf, das war's schon. Das heißt, ich muss natürlich nur eines machen, liebe Zuschauer. Sie haben es wahrscheinlich bemerkt, ich muss unten die Grundplatte abnehmen. Ja. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht. Okay. Und jetzt schauen Sie, jetzt haben wir, ich habe es draufgestellt und sofort die richtige Position gefunden. Das ist ja der Hammer, ich musste gar nicht großartig suchen. Draufgestellt war gleich die richtige Position. Also das ist wirklich hier absolut genial und ich zeige Ihnen gerne nochmal hier was ganz Wichtiges und zwar das ist einfach hier diese LED-Leiste, die haben wir auf der Seite und auch auf der anderen Seite, sorgt einfach hier für die optimale Ausleuchtung des Fotos. Das heißt, wenn ich den hier so draufsetze, unseren Fotokasten, unseren Digitalisierer, dann wirft er keinen Schatten und ich habe wirklich hier an jedem Eck genau die richtige Belichtung. Guck mal, und es steht ja auch noch schräg und es ist trotzdem perfekt letztendlich das Ergebnis. Also einfacher kann es nicht sein, Fotos zu digitalisieren. Aber das Besondere an dem Gerät ist ja, Fotos, eins von vielen Beispielen, ne? Genau, wir können auch noch, und auch das habe ich hier schon mal vorbereitet, zum Beispiel Dias digitalisieren. Das heißt, da kommt dann so ein Rahmen hier mit zu Ihnen nach Hause. Da legen Sie entweder Ihre Dias rein oder eben auch die Fotonegative. Vielleicht haben Sie noch so eine Versandtasche zu Hause, liebe Zuschauer, wo alle Fotos weg sind. Die sind verloren gegangen, beim letzten Umzug vielleicht. So, Sie haben aber noch die Negative. Dann können Sie die Negative auch hier einlegen, einfach durchs Gerät schieben und auch die dann ganz, ganz einfach digitalisieren. Die Bestellnummer für unseren wunderbaren Digitalisierer unserer Schätze, seines Fotos, Dias oder Negative, ist die NX4103 und die 6103 und die 569 für 142,45 €. Das ist ein Wahnsinnspreis. Bitte tun Sie mir den Gefallen und retten Sie diese Schätze, weil im Nachhinein, man ärgert sich so sehr. Gerade die Negative, ne? Ich wusste gar nicht immer früher, was man damit macht, aber die hat doch jeder noch, na klar. Genau. Die waren immer, die waren halt immer mit dabei, wenn man die Fotos abgeholt hat, ne? Und jetzt können Sie die auch digitalisieren. Wir wechseln zu unserem nächsten tollen Geschenkartikel und das weiß ich auch, das kommt definitiv dieses Jahr super gut an. War auch ein Bestseller. Dankeschön, Diana. Dieses Jahr bei uns war auch einige Male ausverkauft. Ja. Ich erinnere mich an einige Sendungen, die ich mit dir gemacht habe, wo es dann plötzlich auf unser Ohr hieß, ausverkauft.
ausverkauft. Liebe Zuschauer, ich halte ihn hier in der Hand. Ich habe aber das ganze Zubehör für Sie noch mal da drüben aufgestellt. Vielleicht kann die Kamera ja nachher noch einen Blick drauf werfen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir es erstmal durch. Und das ist wirklich genial. Wir haben es ja bei Diana gerade schon gesehen. Vorteil von so einem Camcorder ist ganz klar diese Einhandbedienung. Das heißt, wir haben diese Schlaufe hier, die Sie gerade sehen. Und ich kann den Camcorder hier mit einer Hand halten und auch bedienen. Und wer mal mit dem Smartphone gefilmt hat, der weiß, das ist eine extrem wackelige Angelegenheit und man braucht immer beide Hände. Erst um das zu stabilisieren und dann auch um das zu bedienen. Und hier mit dem Camcorder funktioniert das natürlich dann ganz einfach. Ich halte ihn hier ganz sicher in der Hand und ich kann dann hier auf Knopfdruck die Aufnahme auslösen und hier oben kann ich dann sogar zoomen. Hier oben ist eben der Schalter, dieser kleine Kippschalter fürs Randzoomen oder wieder wegzoomen. So, dann haben wir natürlich hier, liebe Zuschauer, unser Display. Und das ist genial, schauen Sie mal. Wenn ich hier aufklappe, ich muss ihn so halten, genau, dann aktiviert er sich automatisch. Das heißt, ich brauche hier gar nichts mehr gesondert anschalten. Super. Ich kann hier sofort die Aufnahme auslösen. Also auch hier, wir sind sehr schnell einsatzbereit. So wie man es natürlich auch vom Smartphone kennt. Aber natürlich jetzt hier mit einem Gerät, liebe Zuschauer, das speziell hier für diese wundervollen Videoaufnahmen gemacht ist. Denn der große Vorteil ist natürlich hier die Optik, die wir haben. 4K, Ultra HD sind möglich. Und das ist natürlich eine Aufnahmequalität, wo man sagen muss, Mensch, 4K, Ultra HD im Privatbereich, im Hobbybereich, das ist wirklich, wie Anne gesagt hat, wie die Profis. Hardware-technisch absolut genial. Da drin steckt, liebe Zuschauer, ein Panasonic-Sensor. Ui, also was die Hardware angeht, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Die beste Technik hier drin für einen sensationell kleinen Preis. 142,45 €. Also günstiger wird es definitiv nicht mehr, weil das ist schon ein Knaller. Ultra klein, ultra leicht. Leicht ist natürlich auch die Bedienung, aber die Technik, die ist richtig groß. Juhu, ich grüße Sie. Jetzt bin ich endlich mal hier gestochen scharf in 4K UHD. Ne? Endlich mal. Und nicht nur ich bin davon begeistert, die Kunden auch, denn war ja mehrfach ausverkauft. Und die Presse, die ist auch super begeistert. Schauen wir uns mal an. Schauen Sie mal, die TV Direkt, die kennen wir alle, die haben Sie vielleicht auch gerade zu Hause liegen. Die Kamera punktet mit einfacher Bedienung, vielen Einstellmöglichkeiten und gutem Zubehör. Zubehör kommen wir später auch noch dazu, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Das muss man normalerweise auch extra kaufen. Aber die Ausstattung ist natürlich ein Knaller. Ne? Also wenn Sie keine Kompromisse eingehen wollen, Männer sind ja immer so, bis sie Technik kaufen, da vergleichen die erstmal immer 100 Jahre. Da recherchieren die im Internet, da gehen die in die Elektrofachmärkte, lassen sich da 2 Stunden beraten und kaufen letztendlich doch nichts. Und nach 3 Jahren entscheiden sie sich dann doch, das Beste vom Besten zu kaufen. Sie müssen gar nicht mehr so lange warten und das sollten Sie auch nicht tun, weil sonst ist sie nämlich wieder ausverkauft. Ganz genau. Und liebe Zuschauer, es kommt ja wirklich die Zeit, wo ein Camcorder eine absolut sinnvolle Investition ist. Nicht nur, dass Sie selber einen besitzen, sondern natürlich, dass Sie den auch verschenken. Warum? Die ganze Familie kommt zusammen und es gibt immer den einen, der mit dem Smartphone dann so ein bisschen ausgegrenzt steht, die Fotos macht und alles filmt. So. Warum Smartphone? Das kann man nicht mal ablegen. Muss man natürlich immer bedienen, man muss es immer gerade halten, man muss auf die Tasten drücken. Der Camcorder, liebe Zuschauer, den stellen Sie einfach ins Eck, gehen mit aufs Bild drauf und dann ist die ganze Familie vereint und der Camcorder, der filmt ja einfach vor sich hin, in aller Seelenruhe. Aufnahme ist gestartet, der steht stabil und das Ganze dann in 4K Ultra HD. Wenn Sie mit dem Smartphone filmen, ist ja immer ein großes, großes Risiko, dass das Ganze verwackelt. Das heißt, da hat sich zwar jemand Mühe gegeben, aber die Aufnahme ist doch nichts geworden. Hier haben wir so eine intelligente Optik drin, die stellt sich automatisch scharf. Sie brauchen hier nicht nach der Schärfe zu suchen und Mensch, habe ich das jetzt alles wirklich im Bild? Das macht alles die Technik, die ausgeklügelte, intelligente Technik hier in unserem Camcorder. Und das alles für 142 €. Wenn ich immer Videos mache mit meinem Handy und das meiner Oma brav zeigen will, dann sagt sie immer, brauchst du mir gar nicht zeigen, kann ich eh nichts erkennen. Ja klar, das ist aber auch, naja, gut. Aber hier wirklich alles dabei, selbst das HDMI-Kabel, das heißt, die Bilder, die Videos, die Sie hier mit dieser Kamera gemacht haben, die können Sie später groß auf Ihrem Flachbildfernseher anschauen. Und das in bester Qualität. Sie erinnern sich, 4K UHD, wie die Profis und professionell auch ausgestattet mit einem Panasonic-Sensor.
ultra einfach in der Bedienung. Sobald es aufgeklappt wird, startet der Aufnahmemodus ja automatisch, beziehungsweise Sie müssen gar nichts mehr machen. Und das ist natürlich ein Knaller, ne? Das ist ein Knaller. Und liebe Zuschauer, im Preis enthalten, wir merken uns nochmal, 142,45 Euro ist unfassbar viel Zubehör. Sie bekommen dazu eine Gürteltasche, eine Fernbedienung, das HDMI-Kabel ist schon dabei. Also das Kabel, das Sie brauchen, wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte die Aufnahmen direkt vom Camcorder am Fernsehgerät angucken. Also das ist alles nochmal für Sie hier mit dabei. Und eine zusätzliche Funktion, die möchte ich nur mal erwähnen, dass Sie sie gehört haben. Sie können sogar mit dem Smartphone auf diesen Camcorder zugreifen. Die Bestellnummer hierfür ist die NX4514 und die 569. Wir haben es gerade gehört, was Sie für den Preis alles bekommen. Normalerweise würde so eine Kamera mit der Ausstattung und mit dem Equipment, was Sie noch dazu bekommen, locker 400-500 Euro kosten. Ja. Die TV Direkt ist begeistert. Das ist ja nur eine von vielen Pressemitteilungen, die wir dazu erhalten haben. Die Kunden sind begeistert. Das zeigt uns ja eben der Ausverkauf. Ne? Was will man mehr? Ich hätte noch eine Idee, was Sie noch dazu mehr wollen, nämlich Zubehör für die Kamera. Zubehör für die Kamera, genau. Es ist ja schon einiges im Lieferumfang mit enthalten, liebe Zuschauer, aber womit man natürlich immer jemandem auch eine Freude machen kann, ist, wenn man noch was dazu schenkt, und da haben wir hier das absolute Highlight. Danke, Diana. Und zwar haben wir hier ein Vorsatzobjektiv, also nochmal ein eigenes Objektiv zusätzlich hier für unseren Camcorder. Und das ist absolut genial. Das sind nämlich, wenn ich Ihnen das mal zeigen darf, das kommt in so einem kleinen Aufbewahrungstäschchen hier, und das sind zwei Teile hier. Einmal haben wir hier das Makro-Teil. Makro, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist, wenn Sie Aufnahmen machen möchten und Sie möchten ganz nah rangehen ans Objekt, beispielsweise so eine Briefmarke oder so ein Münzenrand oder auch mal ein kleines Tierchen, ein Käfer draußen im Sommer. Also ganz nah rangehen mit dem Makro-Teil. Und dann haben wir noch mal hier den Weitwinkelteil, wenn es beispielsweise um Panoramen geht. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Schulaufführung filmen möchte oder eine Hochzeitsgesellschaft oder auch eine Taufgesellschaft oder aber Sie sind in Ferien im Urlaub und möchten mal so ein Bergpanorama filmen, dann braucht man eben hier so ein Vorsatzobjektiv, und das gibt es jetzt bei uns auch dazu hier zum ganz kleinen Preis. Und Anne, während du vielleicht den Preis nennst, kann ich immer aufschrauben. Machen wir gerne. 12,30 Euro für zwei Vorsatzlinsen, zwei Objektive plus diese kleine süße Ledertasche. So, das ist ja perfekt. Vor allen Dingen, wissen Sie was, ab 150 Euro sparen Sie ja die Versandkosten. Das heißt, wenn Sie das plus den Camcorder bestellen, fallen die Versandkosten auch noch weg. Und so einfach ist das aufgeschraubt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Knaller, ja. Das geht ganz, ganz schnell. Das ist unser Tipp noch mit dazu. Am besten mit dazu bestellen, dann sparen Sie, wie gesagt, auch noch die Versandkosten. Und zu einem Profi-Camcorder, da gehört natürlich auch Profi-Zubehör mit dazu, oder? Und das jetzt für 12,30 Euro. Das ist nochmal unser Tipp an dieser Stelle. Die bestellen wir hier für die NX6107 und die 569. Das ist schon echt eine gute Geschenkidee. Wobei, Diana hätte dann noch eine Idee, was sie dieses Jahr verschenken könnten. Und da bleiben wir gleich mal beim Thema Kamera. Aber jetzt nicht, um Urlaube und Geburtstage und Hochzeiten zu filmen, sondern eher was ganz anderes. Ne? Jawohl, und zwar ist das hier eine Dashcam. Eine Dashcam, liebe Zuschauer, muss man sagen, die braucht man nur damit Sie es nochmal gehört haben, damit Sie sich nochmal dran erinnern. Sie wissen ganz genau, für was man eine Dashcam braucht. Eine Dashcam, die wird im Auto installiert und die begleitet Sie als stummer Zeuge auf jeder Autofahrt und sorgt einfach dafür, dass, wenn irgendwas vorfallen sollte, im blödesten Fall, liebe Zuschauer, ist es natürlich dann ein Unfall. Aber das wollen wir natürlich alle nicht hoffen. Klopfen wir dreimal auf Holz. Und ganz genau, Anne. Und dann ist es einfach so, dann haben Sie hier diese Kamera mit an Bord und können wirklich hier dank dieser tollen Technik beweisen, so und so hat sich das zugetragen. Und im besten Fall, und wahrscheinlich wird es so sein, sind Sie gar nicht schuld. Und das heißt, Sie können ihr eben auch Ihre Unschuld dann beweisen. Mhm. Und das ist einfach ganz wichtig, weil so ein Unfall ist heutzutage ja immer sehr teuer. Also erstens ist es so, man muss Glück haben, dass einem nichts passiert, klar, ne, verletzungstechnisch. Dann der Blechschaden, das ist das eine, das kann man noch verschmerzen. Oftmals wird es aber so teuer, dass es auch schon wieder hier finanzielle Belastungen sind, die möchte man nicht angehen. Also, und sie schützen sich eben dann davor auch, die finanziellen Belastungen des Gegners zu tragen. Ne? Weil wenn der sagt, sie waren es, aber sie waren es gar nicht, dann bezahlen sie ja zu Unrecht. Ja. Und hier hat man eben so eine Kamera dann an Bord. Ich finde es halt wirklich klasse, weil das Bundesverwaltungsgericht, liebe Zuschauer, hat eben 2018 entschieden, dass solche Kameras erlaubt sind. Das heißt, Sie machen das vollkommen richtig, wenn Sie sowas im Auto haben. Ich denke zum Beispiel auch daran, dass, wenn mal was sein sollte und Sie wissen genau,
ich war da nicht schuld. Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Der andere war es. Dann würde sie das ja wirklich Monate und Jahre womöglich verfolgen. Mhm. Und sie würden immer wieder drauf rumdenken und sagen, hätte ich es nur beweisen können. Ja. Mit einer Dashcam können sie das beweisen. Das ist ja ganz häufig in so einer Situation, wo man unter Schock steht, ja, lässt man sich ja auch gerne mal was einreden. Ne? Von wegen, du warst schuld. Gerade so Fahranfänger sind davon häufig betroffen. Die sind immer so unsicher und lassen sich dann auch mal schnell einreden, obwohl sie gar nicht schuld waren. Die Fachpresse hat unsere Kamera mal genauer unter die Lupe genommen. Und was die schreibt, oh, die Grip, ja, das ist natürlich der Hammer, ne? Das ist ultimativ. Unsere Dashcam, Roadmovie, Unfallrekorder, alles in einem. Wirklich hier ein absoluter Tipp von Grip. Und das natürlich hier, das sind die Profis, ne? Die wissen ja, von was sie reden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, für 123,45 € kriegst du da normalerweise nicht mehr eine Kamera. Richtig, weil, liebe Zuschauer, wir haben ja hier eine ganz besondere Kamera. Das möchte ich Ihnen jetzt nochmal, wir haben ja so ein bisschen über, warum braucht man eine Dashcam, jetzt vielleicht zur Technik. Wir haben hier eine Dashcam mit zwei Kameras. Wow. Eine Kamera, die zeigt nach vorne, also vors Fahrzeug. Und diese Kamera hier, die zeigt in den Innenraum und den rückwärtigen Bereich, also hinterm Fahrzeug, Heckscheibe raus. Das heißt also, wir haben hier diesen 360-Grad-Rundumschutz. Einmal komplett ums Auto rum. Warum? Weil diese Objektive eben hier auch den toten Winkel vermeiden. Das heißt, wir haben hier wirklich einen ganz, ganz breiten Bildwinkel. Und das sorgt eben für diesen Rundumschutz. Und zusätzlich, Achtung, jetzt festhalten, wir haben hier hardwaretechnisch einen Sony-Sensor in dieser, wow, Kamera. Also auch wieder Markenqualität. Und das für 123,45 €. Da komme ich wieder mit meinem Spruch, lieber haben und nicht brauchen, als nicht haben und brauchen. Ne? Weil ganz ehrlich, damit verschenken Sie Sicherheit und gerade hier auch Fahranfänger, nicht nur Fahranfänger, eigentlich jeder, wenn es mal zu einem Unfall kommt und Sie gehören, können das nicht nachweisen, man wird seines Lebens nicht mehr froh, weil wenn du es nicht nachweisen kannst, im schlimmsten Falle, ja, zahlt man ja den Schaden von dem anderen und seinen eigenen Schaden, ja, und das wird beim Auto richtig teuer. Ich kann davon ein Lied singen, wir schauen uns hier mal ein paar Beispiele an, schauen Sie mal, das ist natürlich auch, ne, so, einfach mal hier haarscharf ausgeschert. Ja, und das mal, passiert und jeden Tag im Straßenverkehr. Das passiert jeden Tag, ne? Und jetzt ist es schwer zu beweisen, wer war es jetzt. Ne? Genau, nächste Situation. Dunkelheit. Und da sind wir jetzt auch gerade im Winter. Ne? Es wird abends sehr schnell dunkel. 16:30 ist es schon stockdunkel teilweise. Das heißt, wenn die Menschen oder die Autos dann auch noch dunkel sind und dann blendet es durch den Regen. Auch hier nochmal so eine Situation mit einem Fahrradfahrer. Ne? Also das ist alles haarscharf. Zum Glück passiert nichts, liebe Zuschauer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und auch nochmal dran denkt, Mensch, wir besuchen jetzt in diesen Tagen die Familie. Ne? Wir kommen zusammen. Und dann ist natürlich dann so eine längere Tour mit so einer Dashcam auch auf der sicheren Seite fahren Sie da einfach. Weil Sie haben einfach die Möglichkeit, hier immer zu beweisen, wenn was sein sollte. Es ist natürlich dann auch zum einen auch ein Vergnügen, wenn man so eine Kamera im Auto hat, weil sie dann natürlich auch die Fahrt so ein bisschen filmen und vielleicht dann im Nachhinein so ein bisschen auch mal gucken, was habe ich denn da alles aufgenommen? Ist da auch das ein oder andere Kuriose passiert? Also das ist ja auch möglich. Aber grundsätzlich kann man sagen, eine Dashcam ist auch ein richtig tolles Geschenk für jeden Autofahrer. Ja. Und wenn Sie jemanden in der Familie haben, der ein Auto hat, wo Sie aber noch wissen, Mensch, ich weiß gar nicht, was der sich wünscht, was ich schenken soll, dann ist eine Dashcam ein echt sinnvolles Geschenk. Definitiv, vor allem mit dem Sony-Sensor, zwei Kameras, gestochen scharfe Full-HD-Aufnahmen und das für 123,45 €. Das soll uns so schnell erstmal einer nachmachen, ja? Und wir haben es gehört, vor Gericht sind solche Beweisaufnahmen auch zugelassen. Unser Kollege Ralf Janssen, der bringt immer das Beispiel von seinem Wildunfall, den er vor vielen Jahren hatte. Das sind ihn auch, ich glaube, Rehe oder irgendwas vor das Auto gelaufen, ja, hatte einen Riesenschaden im Auto, konnte das allerdings nicht nachweisen. Ja, und dann ist er auf den Kosten sitzen geblieben. Und das ist natürlich auch super ärgerlich. Das sind so Alltagssituationen. Das sind jetzt keine großen Blockbuster, die wir hier erfinden. Das sind Alltagssituationen, die wirklich jeden Tag passieren können. NX4498 und die 569 ist hier für die Bestellnummer. Und apropos Alltagssituationen, wir alle krümeln im Alltag. Jetzt ist wieder die nasskalte Jahreszeit. Wir schleppen den Schmutz mit rein in die Bude. Und eigentlich gefühlt könnte man jeden Tag saugen. Als hätte man keinen anderen Stress. Familie, Kinder, Job, Alltag, Geschenke. Ja, da wäre das doch toll, wenn uns jemand wenigstens mal das Fußboden saugen und wischen abnehmen könnte. Ne? Und so jemanden haben wir jetzt, liebe Zuschauer. Und der steht hier vorbereitet, einmal hier oben auf dem Podest, damit man ihn auch mal schön zeigen kann. Und wir haben ihn natürlich auch nachher unten auf der Erde im Einsatz. Ich möchte Ihnen aber gleich eins sagen, liebe Zuschauer. Wir schauen sofort
umgehen auf den TV-Sonderpreis. Ein Multiroom-Saug- und Wischroboter hier, jetzt der Spitzenklasse, wirklich ultimativ. Wir haben hier jede Funktion, wir gehen gleich durch, die man sich überhaupt wünschen kann bei so einem sensationellen Gerät. 349,95 Euro, Anne. Wir schenken unseren Zuschauern bei diesem Produkt in dieser Sendung jetzt 50 Euro. Wahnsinn. Schauen Sie mal, hier ist übrigens der Preis im Katalog. Die Premium-Serie, schon 400 Euro, das ist ein super Preis. Der ist im Katalog, wird der hier von den Kunden am meisten bestellt und am besten bewertet. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 1000 Euro. Warum der normalerweise so teuer ist, das sagen wir Ihnen jetzt auch im Laufe der Sendung, weil der Dieser Roboter ist wirklich jeden Cent wert, ne, Andreas? Ganz genau. Das ist ein Saugroboter, liebe Zuschauer. Sie sehen ihn einmal von vorne. Ich halte ihn schon, dass man so ein bisschen auch unten sieht, wie die Technik funktioniert. Das ist ein Saugroboter der 1000-Euro-Kategorie. Also das hier ist wirklich das Ultimative, was man zu Hause haben kann. Wir schauen uns jetzt auch ein bisschen den Staubsauger im Inneren, auch so ein bisschen die Technik an. Wir haben hier zwei Vibrationspads im unteren Bereich. Und zwei Motoren sorgen dafür, dass der hier vibriert. Und dieses Vibrieren, das sorgt eben auch hier für eine Tiefenreinigung Ihres Bodens. Und speziell, wenn Sie jetzt zu Hause eben diese Glattböden haben, Laminat, Parkett, Stein, Fliesenböden, das ist ja tatsächlich sehr hygienisch. Und ganz viele Menschen, die sagen sich heute auch, komm, Teppich machen wir gar nicht mehr, wir machen wirklich alles hier Parkett, Fliesen oder Laminat. Und dann ist natürlich so ein Saug- und Wischroboter ideal. Wir saugen, wir wischen in einem Arbeitsgang. Und der ist eben auch so intelligent, liebe Zuschauer, der merkt sich genau, wo er bei Ihnen in der Wohnung schon war. Wow. Und wenn der festgestellt hat, da gibt es so einen Hotspot, wo wirklich die Verschmutzung etwas erhöht ist, dann geht der da auch noch mal drüber. Dann merkt er sich die Stelle und wischt und saugt wirklich so lange, bis komplett rein ist. Sie haben die Möglichkeit hier, und das ist eben in den Zeiten von Smart Home eine ganz wichtige Funktion, den mit Ihrem Smartphone zu bedienen. Und im Smartphone haben wir dann gerade gesehen, da gibt es eben auch die Funktion, dass wir den beobachten können. Der legt nämlich eine Karte, und das sehen wir jetzt gerade hier, eine Karte Ihrer Wohnung an. Und zwar nicht nur von einem Raum, sondern von allen Räumen. Und das kann nur dieser Hobot hier. Hobot ist wirklich hier Marktführer, was die Entwicklung angeht, von solchen Staubsaugern. Das heißt, wenn Sie sich den nach Hause holen, dann haben Sie wirklich das Beste vom Besten. Mhm. Und das jetzt wirklich zu einem hervorragenden Preis. Wie gesagt, wir schenken Ihnen jetzt nochmal 50 Euro. Wenn der das Mapping hier, wenn der die Karte Ihrer Wohnung angelegt hat, liebe Zuschauer, dann hat der auch gleich eines gemacht. Der hat sich überall die neuralgischen Stellen gemerkt. Das heißt, wenn da ein Fernsehtisch stand, wenn da ein Sofa stand, wenn da eine Vase stand, dann weiß der das beim nächsten Mal ganz genau und rangiert da wunderbar dran vorbei. Jetzt möchte ich Ihnen aber den ganz noch mal kurz zeigen, damit Sie den auch hier im Einsatz sehen. Wie gesagt, Sie bekommen eine App dazu. Und das ist auch das, was ich Ihnen mal ganz kurz auf die Schnelle hier vorführen möchte. Und jetzt sehen wir sie hier schon. Das ist die App. Und mit dieser App hier kann ich mir hier einen Staubsauger, übrigens nicht nur einen, ich könnte auch hergehen und hier mehrere von diesen Staubsaugern hinzufügen. Und Sie sehen es hier, jetzt sehe ich schon, jetzt hat er sich automatisch verbunden und aktiviert. Das sehe ich hier an diesem blauen Menü und an dieser Funktion oben. Und über diese App hier kann ich den Staubsaugerroboter jetzt steuern, weil wenn ich hier runtergehe, habe ich hier sowas wie eine Fernbedienung. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf Saugen drücke, dann startet er sich automatisch und legt hier los mit seiner Arbeit. Ganz toll finde ich eben, dass er so groß ist. Schauen Sie mal, der hat unten zwei riesige Pads, der hat dieses Bürstchen an der Seite und ich stoppe ihn jetzt mal, damit er sich so ein bisschen in unsere Richtung orientiert, hier mit meinem Fuß. Und jetzt sieht man aber auch schon, wie koordiniert der hier vorgeht und wirklich seine Arbeit nachgeht. Ne? Das ist ja der Hammer, und vor allem, weil du auch Saugen und Wischen ansprichst. Die meisten Wischroboter, da hast du ein Tuch, das machst du nass und mit diesem einen nassen Tuch wird dann die gesamte Bude geputzt. Also, da wird ja eigentlich eher das Wasser, das Schmutzwasser hin und her verteilt. Wirklich hygienisch ist das ja nicht. Hier ist das anders. Das kann man, hat man auch schon im Film gesehen. Hier haben wir ja zwei Behälter. Einmal der Staubbehälter und einmal hier der Wasserbehälter. Das heißt, da wird immer wieder neues, frisches Wasser hinzugefügt. Das ist wirklich genial. Das ist der Hammer. Das habe ich so bei noch keinem vergleichbaren Modell gesehen. Das ist wirklich ultra cool. Also die Bedienung oder die Handhabung, muss man auch hier sagen, wie Sie es gerade gesehen haben, liebe Leute, die
ist extrem einfach. Also hier ist es wirklich, es ist ein sensationelles Gerät, das über alle wichtigen Funktionen verfügt. Natürlich hier dann aber auch ganz einfach zu bedienen. Wir sehen hier gerade das ganze Zubehörset und man sieht eben, Sie bekommen dazu die Home-Station, die Ladestation. Eine klassische Fernbedienung ist dabei. Ein HEPA-Filter, Allergiker geeignet. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Wir haben hier eben auch diese Zusatzbürstchen für Enkel, für Winkel, für Ecken und für Fußboden. Aber die Enkel krümeln auch immer ganz schön. Ne? Und natürlich nochmal ein extra, diese Wischpads, liebe Zuschauer, die nochmal extra im Zubehör mit dabei sind. Aber großes Highlight ist natürlich hier ein Profigerät zum wirklich sensationellen TV-Sonderpreis. 349 Euro, versandkostenfrei, das komplette Set. Verschenken Sie wertvolle Lebensqualität. Verschenken Sie freie Zeit mit Ihren Liebsten. Das waren wirklich ganz, ganz tolle Geschenkideen. Das waren ja nicht nur Geschenkideen, das waren auch super Sachen, um sich selbst mal zu beschenken. Ich meine, bei so einem super Preis allerdings nicht zu lange überlegen, denn wir haben es ja gesagt, einige sind jetzt schon stark nachgefragt und fast wieder ausverkauft. Schnell sein lohnt sich.